Was müsste passieren, damit wir in allen Bereichen unseres Lebens emotional fliegen? Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Leute, willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Und für uns ist es immer wieder der Monday Evening Coffee Talk. Und ich bleibe bei diesem Namen, weil er mir so gut gefällt. Heute geht es um diese Kategorien, die wir letztes Mal besprochen haben. Ganz konkret um das Juice of Life. Was meine ich damit? Eigentlich wollen wir heute folgende Frage beantworten. Was müsste passieren, damit wir in allen Bereichen unseres Lebens emotional fliegen? Okay? Das hört sich jetzt so, wie was, emotional fliegen? Guck mal. Ich sag mal ganz ehrlich, wie oft reden wir mit anderen Leuten über Lebensthemen, über die Arbeit, über Beziehungen, über Sport, über Dinge, die uns Spaß machen und man hört so Sachen wie, ja, ich mache meine Masterarbeit, ja, ich würde gern Karriere machen, ja, ich würde gern mehr Geld verdienen, ja, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Was wünschst du dir? Ah, eine Freundin wäre gut, ein Freund wäre ganz gut, ich würde gern bald heiraten. Und Leute, es ist schon so standardisiert, dass wir so antworten, dass uns gar nicht auffällt, wie sehr wir unsere eigene Vision und unseren eigenen Drive damit die ganze Zeit kastrieren auf dem Weg nach vorne. Denn ein Wort, ein Begriff, ein emotionaler Satz kann alles verändern. Oder ich meine ganz ehrlich, ich frage euch jetzt mal einfach an der Stelle, wenn ich sage, ich mache Karriere, dann fühle ich was anderes, als wenn ich sage, ich bin der kreativste Creative Director Berlins. Oder? Es fühlt sich für mich anders an. Oder wenn ich sagen würde, ja, ich gehe gern zum Sport. Ist was anderes, als wenn ich sagen würde, ich bin ein unaufhaltbarer City-Athlet. Das ist eine komplett andere Dimension. So, ich bin unstoppable, ich bin nicht zu stoppen, ich bin nicht aufzuhalten. Es erzeugt in uns andere Gefühle und Emotionen. Und deswegen wollen wir heute mal in diesen zweiten Step eintauchen von diesen 6 Steps, von dem Lifeplan, den ich letztes Mal mit euch geteilt habe. Das Coole ist, ihr als Patreons habt schon beim Live-Dashboard einiges ausgearbeitet. Ihr habt schon bei der Vision-Arbeit, als wir unsere Vision ausgearbeitet haben, vieles ermittelt. Heute ist die Gelegenheit, einfach nochmal da rein zu zoomen und nochmal die Dinge für sich zu manifestieren. Und diesmal aus einer anderen Perspektive. Nicht nur, was ist die große Vision in meinem Leben, sondern wir tauchen in die einzelnen Lebensbereiche rein, weil, und ich nehme es einfach vorweg, an dieser Stelle wollen wir jetzt das Fundament schaffen für unsere Projekte, das Fundament für unsere Tasklist, das Fundament für unsere Wochenpläne, das Fundament für unsere täglichen Routinen und Strategien. Deswegen machen wir das. Das heißt, selbst wenn es einigen jetzt so vorkommt, das habe ich schon mal irgendwie gehört, Leute, repetition is the mother of all skill. Ne? Jeder von uns, der beim Training ist, weiß ganz genau, wir waren vor einer Woche beim Training, wir waren vor einem Monat jeden Tag trainieren. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt ausruhen können. Wir müssen die Dinge immer wiederholen. Und ich glaube, gerade weil ihr hier live seid, habt ihr den Vorteil, dass ich jede Woche nochmal frage, was müsste jetzt passieren? Was müsste anders laufen? Und irgendwann, wenn der Ball ins Rollen kommt, macht ihr das komplett automatisiert, ohne dass ich euch jedes Mal fragen muss. Das heißt, was ist heute unser konkretes Vorhaben? Wir wollen in diese juicy Kategorien of life eintauchen, ja, und was Konkretes ausformulieren, ist auch so juicy gestalten, dass wir so einen Unterschied spüren zwischen, wenn ich sagen würde, Lebensmittel oder Ernährung und wenn ich sage, einen saftigen Burger mit knusprigem Bacon. Also ich glaube, das erzeugt 2 komplett verschiedene emotionale Zustände in uns. Das wollen wir heute machen, okay? Also, lass uns mal da reinzoomen. Lass uns direkt anfangen. Für die Patreons, also für euch jetzt, die schon das Live-Dashboard gemacht haben, die schon die Vision-Arbeit gemacht haben, blättert ruhig mal in eurem Workbook zurück und holt die alten Seiten wieder raus und ihr werdet sehen, ah ja, stimmt, ich habe ja schon mal sowas Ähnliches aufgeschrieben. Und für all diejenigen, die jetzt das erste Mal so etwas hören oder auch jetzt neue Teilnehmer in der Coffee-Fam, dann will ich nochmal kurz einen kleinen Exkurs machen und erklären, was meine ich damit? Was meine ich mit verschiedenen Lebensbereichen? Also erstmal, unser Leben besteht aus unendlich vielen Dingen, richtig? Und damit wir die Dinge ein bisschen einfacher gestalten und irgendwie messbar machen können, haben wir gesagt, okay, wie könnte man das unterteilen in verschiedene Lebensbereiche, die wir konkret messen oder begutachten können? Jetzt gibt es zum Beispiel so ein Spinnenmodell von Klarheit. Ja, das sind so 8 Lebensbereiche. Dann gibt es vielleicht 2 Typen wie Bill Burnett und Dave Evans von der Design School in Stanford, die sagen, hey, es gibt 4 Lebensbereiche, anhand wir alle Dinge
bemessen oder bewerten können. Oder gibt es auch Leute wie Tony Robbins, die sagen, es gibt nur Personal Life und Professional Life. Ich finde das Thema, das Life-Dashboard ganz geil, weil es liefert uns quasi diese vier Bausteine oder diese vier Lebenssäulen. Und zwar, ich wiederhole es einfach nochmal, ihr kennt es schon, für diejenigen, die es das erste Mal hören, passt genau auf. Also es gibt vier Lebensbereiche. Health, Work, Play und Love. Und ich sage es auf Englisch und ich erkläre es gleich nochmal auf Deutsch, weil es einfach geil ist. Also, Health ist Gesundheit. Unsere psychische und physische Gesundheit. Dazu gehört unser Sport, den wir machen, ne, die körperliche Verfassung, in der wir sind. Dazu gehört aber auch unser mentaler Zustand. Ob wir happy und energized sind oder ob wir vielleicht ein bisschen depressiv und frustriert sind. Okay? Dazu gehört natürlich irgendwelche Erkrankungen oder keine Erkrankungen haben und einen Körper zu leben, der einfach vital ist. Was ist Work? Alle Dinge, die für uns individuell zur Arbeit gehören. Das heißt natürlich A, der Beruf, mit dem wir Geld verdienen, aber auch alle anderen Dinge, die wir machen müssen oder machen können, die für uns in die Kategorie Arbeit fallen. Für einige ist es vielleicht Fußball spielen, weil sie Fußballprofis sind oder in einem Verein spielen und das als Arbeit sehen. Für andere ist Fußball eher etwas, was in die Kategorie Play fällt. Und für andere ist dann zum Beispiel auf die kleine Schwester aufpassen Arbeit. I don't know. Vielleicht ist für andere aber wiederum auf die Schwester aufpassen etwas, was in den Bereich Love reingeht. Und damit habe ich auch die anderen beiden Bereiche genannt. Was ist Play? Play ist all das, was uns im Leben Spaß macht, was wir machen, einfach aus dem einzigen Grund, um Freude zu empfinden. Und was ist Love? Love ist natürlich das emotionale Bindeglied zwischen uns und unserer sozialen Umgebung. Dazu gehört unser Partner, unsere Partnerin, aber auch unsere Kollegen, unsere Eltern, unsere Haustiere gehören sogar zu Love. Und ich glaube, mit diesem Health, Work, Play und Love Modell, also mit dem Life Dashboard, lassen sich alle Lebensbereiche gut abklappern, okay? So, das heißt, was wir heute beantworten wollen ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein bedeutungsvolles, glückliches, freudiges, begeistertes, faszinierendes Leben führen wollen, würde ich jetzt behaupten, brauchen wir eine Balance in diesen vier Arealen. Ja? Jeder für sich muss natürlich beantworten, wie voll müsste ein Lebensbalken oder ein Lebensareal, ein Lebensbereich sein, damit ich individuell darin das Leben finde, was ich leben will. Jetzt könnten einige sagen, ich brauche bei Health, muss 100 von 100 sein, 10 von 10. Andere sagen, hey, 80% reicht mir aus. Bei anderen ist Work vielleicht der Balken, dieser Hauptfokus, oder Health und Work sind die beiden Hauptbereiche und Play ist auch wichtig, aber Love ist vielleicht noch wichtiger. Das heißt, es geht nicht darum, alle Balken gleich voll zu machen, es geht darum herauszufinden, was füllt mein Leben individuell so auf, dass ich das Gefühl habe, ich fliege emotional durch dieses Leben, weil wir haben nur dieses eine fucking Leben. Also machen wir es geil. Wie machen wir es geil? Wir müssen genau wissen, was wir von den einzelnen Lebensbereichen erwarten. Das heißt, ich würde gern wissen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen hier dabei, aber auch für diejenigen, die sich das als YouTube-Video oder als Podcast später anhören, wie sieht der Gesundheitsbereich, also Health, für uns individuell aus, also für dich individuell aus, wenn du davon sagen könntest, ey, Health, also die Gesundheit, sowohl physisch als auch psychisch, ist bei mir so voll, ich strotze vor Gesundheit. Ich führe ein vitales, energetisch aufgeladenes Leben. Okay? Jetzt haben viele von euch diese Fragen schon mal beantwortet. Deswegen gehe ich einen Schritt weiter und sage, was müsste passieren? Was müsste jetzt passieren, damit sich dieser Bereich, dieser Lebensbereich Health, bleiben wir bei diesem ersten Bereich, Gesundheit voll anfühlt? Damit meine ich keine Ziele für ein Jahr oder für die nächsten 90 Tage. Damit meine ich diese Kategorien auf diesem Lifeplan, der zweite Step. Welche Kategorien sind für euch individuell wichtig, damit dieser Health-Balken voll ist? Jetzt könnten einige sagen, ja, ich würde gern gesund sein. Auch hier wieder, benutzt Triggerwörter, benutzt Begriffe und Sätze, die euch juicen, wo ihr das Gefühl habt, ja Mann, wenn ich in Shape bin, in Shape energized mich, das gibt mir das Gefühl von Vitalität. Oder vielleicht sagt ihr, ey, ich bin ein Adrenalin-Junkie. Ja? Vielleicht ist es das. Oder ihr sagt, hey, ich habe ein Bulletproof-Mindset. Was wäre bei euch eine Kategorie oder eine Bezeichnung, etwas, das so juicy ist wie dieser Burger, den ich vorhin beschrieben habe? Burger mit knusprigem Bacon, sowas wollen wir heute beschreiben. Und für alle Veganer unter uns, ein Beyond Burger mit Bacon-Imitat, I don't know, der sehr lecker schmeckt, okay? Vielleicht sagt ihr, hey, ich bin Iron Man. Also versteht ihr den Unterschied zwischen, ich bin gesund und ich habe keine Krankheiten?
Wenn ich sage, ich bin Iron Man, was macht das mit mir emotional? Wenn ich sage, ich habe den Anspruch, Iron Man zu sein im Bereich Gesundheit. Guck mal, ich habe zu mir irgendwann gesagt, im Bereich der Gesundheit, im Bereich Health, ich bin ein Powerhouse. Ich bin ein Powerhouse. Ich benutze mal Anglizismen, weil die geben mir das Gefühl von Stärke, von Energie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht wollt ihr deutsche Pendants dazu finden. Was sind 3 bis 5 Dinge bei euch, wenn ihr zuhört, wenn ihr zuseht, was sind 3 bis 5 Dinge bei euch, Kategorien, die so juicy sind, dass ihr sagt, ey, wenn ich das von meinem Leben behaupten könnte, wenn das meine individuelle Realität wäre, dann wäre der Bereich Gesundheit, sowohl psychisch als auch physisch, in meinem Leben eine 100 von 100, eine 10 von 10, ein voller Balken. Ich lebe ein vitales, energetisches, aufregendes, gesundes Leben. Jetzt schreibt mal 3 bis 5 Dinge auf. Und jetzt macht es mal ganz einfach, statt perfektionistisch zu sein, schreibt 10 Dinge auf. Schreibt 20 Dinge auf. Schreibt alle Faktoren, alle Bedingungen, die stattfinden müssen, damit ihr von euch behaupten könnt, das ist für mich ein gesundes Leben. Was ist für euch individuell ein gesundes Leben? Seid ihr Iron Man? Seid ihr in Shape? Habt ihr ein Bulletproof Mindset? Seid ihr unstoppable? Was ist im Bereich Gesundheit für euch eine Bedingung oder 10 Bedingungen, 3 Bedingungen, 5 Bedingungen, wo ihr das Gefühl habt, das würde meinen Energiebalken, also mein Gesundheitsbalken auffüllen, wenn diese Bedingungen getroffen sind. Was ist es bei euch? Nehmt euch mal eine Minute Zeit und schreibt alles auf, was euch in den Sinn kommt. Und wenn ihr Wortfindungsstörungen habt, stellt euch einfach immer diese Frage wieder. Was müsste passieren, damit sich dieser Lebensbereich voll anfühlt? Was müsste passieren? Und gib den Dingen ruhig emotionale Triggerwörter. Deswegen habe ich gesagt Iron Man. Damit assoziiert vielleicht jeder was anderes. Was ist für euch so ein Triggerwort? Und wir beschreiben es später auch noch. Aber vielleicht ist es für euch gar nicht so dieses, ich bin Iron Man, ich habe ein Bulletproof Mindset, sondern vielleicht ist es für euch individuell etwas wie, ich bin stressresistent. Ich gehe vom Mindset, von meiner Psychologie her immer ans Leben so heran, ich bin wie Teflon. Ich lasse alles sozusagen, was Schlechtes, was Negatives an mir ableiten. Es kann mich nicht triggern, es kann mich nicht bremsen, es kann mich nicht fertig machen. Was ist bei euch individuell? Im Bereich Gesundheit. Wir sind im Bereich Gesundheit, okay? Wir durchbrechen mal jetzt ein paar Muster, Leute. Guckt mal in die Kamera, guckt mich mal an. Imitiert mal euch selbst, wenn ihr gestresst seid, wenn ihr frustriert seid, wenn ihr traurig seid. Wie sitzt man da? Wie sitzt man da? Macht mal nach. Wir übertreiben jetzt einfach ein bisschen, okay? Wir machen jetzt wirklich schwarz-weiß. Wie sitzt man da? So. Okay, was macht ihr? Was ist so euer Go-To-Verhalten, wenn ihr genervt seid? Wenn ihr denkt, ey, das Leben ist so fucking scheiße schwer. Fuck you. Wie sitzt ihr dann da? Was macht ihr? Was macht ihr mit den Händen? Was macht ihr mit dem Kopf? Was grübelt ihr? Wie atmet ihr? Wie ist eure Körperhaltung? Ist sie so? Okay, wie guckt ihr? Lächelt ihr? Nee. Oder? Man ist abgefuckt. Fuck life. Motherfucking shit. Alles kacke. Ich bin gestresst. Alle können mich mal. Scheiß Corona. Oder? Okay. So und jetzt machen wir den Shift, weil ich will, dass ihr den Kontrast merkt. Jetzt setzt euch mal so hin, als wärt ihr die stärkste Person auf der Welt. Okay, alle Frauen sind Wonder Woman, alle Männer sind Tony Stark, Iron Man, Thor, keine Ahnung. Okay, wie steht ihr dann? Wie sitzt ihr dann? Also ich könnte mich hinstellen, dann seht ihr mich nicht mehr. Aber wie würdet ihr hier stehen? Die Brust ist draußen, alles ist angespannt. Wie laut wärt ihr? Sagt mal einfach nur irgendetwas in den Raum hinein. Sagt euren Namen. Ich bin Arvid. Wie würdet ihr, ich bin euren Namen sagen? Ich bin Patrick, ich bin Leona, ich bin Lisa. Würdet ihr sagen, hey, ich bin Lisa? Oder würdest du sagen, hey, ich bin Lisa? Ich bin Delia, was geht? Okay, wie fühlt sich das an? Das ist ein komplett anderer emotionaler Zustand, oder? So, wie atmet ihr? Tief, ein und aus. Okay, was müsste jetzt geschehen, damit ihr diesen Zustand jeden Tag fühlt? Damit ihr euch fühlt wie Thor, wie Wonder Woman. Versteht ihr, was ich meine mit Gesundheit? Gesundheit ist nicht nur, ich bin nicht krank. Oder irgendwie, der Arzt sagt, hier, Ihnen geht's gut, Sie haben einen normalen Blutdruck. Sondern Gesundheit ist diese Energie, die wir fühlen jeden Tag. Unabhängig von der Arbeit, unabhängig vom Play, unabhängig von Love. Dieses, wenn wir in den Spiegel gucken und sagen, ich fühle mich gut, ich habe Bock auf den Tag. Das ist auch Gesundheit. Also was müsste geschehen, wenn man sich jeden Tag so fühlt? Okay, gehen wir in den anderen Bereich rein. Gehen wir in den Bereich Work, also in die Arbeit, in alle Dinge, die wir machen und machen müssen.
damit wir unsere Miete bezahlen, damit wir vorankommen. Was fällt noch unter Work? Vielleicht fällt das Studium unter Work. Wir verdienen da zwar damit kein Geld, aber es ist die Essenz, die Basis dafür, dass wir unsere Karriere machen wollen vielleicht, ne? Was wären 3 bis 5 Dinge im Bereich Work, die passieren müssten, damit sich euer individueller Workbalken so anfühlt, als wäre eine 10 von 10, als wäre 100% voll? Was müsste passieren? Wer seid ihr dann? Ich bin ein Macher. Oder ich bin die attraktivste Salesfrau, ich bin der attraktivste Salesman. Ich bin ein Leader. Ich habe ein inspirierendes Network. Leute, es ist nicht nur ich bin, ich habe, ich tue, sondern was habt ihr für Zugänge, was habt ihr für Möglichkeiten? Ich habe ein inspirierendes Network von Menschen, von Machern, die mich pushen. Was müsste noch passieren? Vielleicht seid ihr Schauspieler, Schauspielerin, I don't know, und ihr sagt, ich bin eine Audition Masterin, ich bin ein Audition Master. Oder ich bin der Motor meines Teams. Ich bin der Motor meines Unternehmens. Ich kreiere neue Innovationen. Was müsste bei euch individuell passieren? Weil ich weiß nicht, was bei euch individuell passieren muss, damit ihr das Gefühl habt, mein Workbalken ist voll. Und es sind mehrere Dinge. Was müsste bei euch passieren? Und Leute, bringt auch gerne Income rein. Wie viel müsstet ihr verdienen? Wie viel wollt ihr verdienen? Was ist was bedeutet für euch finanzielle Freiheit? Vielleicht seid ihr, schreibt ihr auch auf, ich bin financially free. Ich bin finanziell einfach frei. Ich bin sorglos. Was müsste passieren, damit dieser Workbalken voll ist? Oder ich bin Teamleader. Ich bin Feuer und Flamme für meinen Beruf. Was müsste noch passieren? Ich habe die Connection zu meinem Purpose, zu meiner Passion. Ich helfe anderen Menschen zu kreieren. Was müsste bei euch individuell passieren? Ich teile mal mit euch die Dinge, die ich aufgeschrieben habe, als ich diese Übung gemacht habe. Ich habe gesagt, ich bin ein Macher, ich bin ein Doer. Ja? Ich bin ein wahrer Anführer, also ein Leader und ein Delegator. Ja? Ich ziehe Kunden und Menschen magisch an. Ich bin ein mutiger Step-Taker. Ich kenne Menschen, die ich wirklich faszinierend finde. Ich habe internationalen Einfluss. Ich bin money smart. Nicht rich, money smart. Das sind so Dinge, die ich zum Beispiel aufgeschrieben habe für mich. Und es muss euch nicht unangenehm sein, wenn ihr die Dinge aufschreibt. Was ist euch individuell wichtig in diesem Bereich? Okay? Ich habe auch dann drüber geschrieben, wie kann ich es in ein Wort zusammenfassen? Leute, ihr werdet lachen. Ich teile mit euch jetzt mal etwas, worüber ihr lachen werdet, okay? Ich habe gesagt, in einem Wort, wer will ich sein? In einem Wort, wer will ich im Beruf sein? Ich habe geschrieben, Drake. Jetzt sagt ihr, Drake? Drake ist ein Rapper. Ich weiß, dass ihr denkt, ich meine damit den Rapper. Ich meine damit aber, ich will Coaching und Entertainment und dieses Artsy-Sein verknüpfen. Ich will sozusagen der Drake meiner Branche sein. Okay? Ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist vielleicht komisch, wenn ich das meinen Kunden erzählen würde. Die werden so, Drake? Willst du Drake sein? Get out of here. So, ne? Aber ich weiß, was damit gemeint ist. Ich will kein langweiliger Psychologen-Coach sein, der dann da sitzt und sagt, ja, also heute sprechen wir von dem Kommunikationsmodell und es gibt das emotionale Ohr und es gibt dann auch ein rationales Denkvermögen, das uns häufig daran hin... Ich will nicht dieser Typ sein. Ich will Drake sein im Coaching-Business für Menschen, dass sie gerne meinen Podcast hören, als würden die einen Sound auflegen. Deswegen habe ich Drake hingeschrieben. Okay, also was wäre ein Wort, ein Begriff, ein Satz bei euch, der euch so sehr triggert? Ne, vielleicht ist es auch ein Lied, ein Titelsong, vielleicht ist es ein Musiker, eine Musikerin, wo ihr sagt, ich weiß, was damit gemeint ist. Ne? Natürlich will ich jetzt nicht Drake sein oder jemand anderes will genau Iron Man sein, aber was assoziieren wir damit? Was müsste geschehen? Und damit meine ich, was müsste geschehen, damit Work wirklich eine 10 von 10 ist? Nicht eine 8 von 10, nicht eine 6 von 10, nicht ein, ja, ist okay, ja, das ist logisch, das ist machbar, sondern eine 10 von fucking 10. Also ihr steht morgens auf und ihr denkt nicht, am liebsten würde ich liegen bleiben, sondern Work ist so inspirierend für euch, dass ihr sagt, ich will überhaupt nicht liegen bleiben. Ich freue mich auf den Beruf. Ich freue mich auf das, was heute kommt. Okay. Gehen wir in die Kategorie Play. Leute, Play, wir viele von uns vernachlässigen Play und Love, okay? Was ist für euch, was müsste passieren, damit Play voll ist? Damit ihr wirklich das Gefühl habt, euer Leben ist voller Fun, voller schöner, witziger, lustiger, cooler, freudiger Momente. Jetzt könntet ihr sagen, okay, Spieleabende mit meiner Familie. Oder ich bin Nature Girl, ich bin Nature Guy.
oder ihr seid Interior Designer, Designerin von eurem Zuhause. Vielleicht fällt das unter die Kategorie Play für euch. Oder ihr seid immer die witzigste, entertainendste Person in einer Runde. Oder ihr seid Volleyballtrainer, Volleyballtrainerin. I don't know, was füllt den Play-Balken für euch auf? Ich habe aufgeschrieben, ich bin Adventure Kid. Ich bin Adventure Kid Arvid, der surft, der snowboardet und der fährt Motocross. Das füllt meinen Playbalken auf. Was ist bei euch? Schreibt mal 3 bis 5 Dinge auf. Love is in the air, okay? Was ist mit Love? Was müsste passieren? Hand aufs Herz, okay? Hand aufs Herz. Was müsste passieren, damit ihr sagt, ey, Mann, ich krieg Gänsehaut. Mein Leben ist voller Liebe. Ich liebe und ich werde geliebt. Und ich habe so viele Momente, wo ich einfach so viel Liebe empfinde. Was müsste passieren? Und Leute, schreibt das auf, was euch persönlich betrifft, ne? Nicht das, was allgemein in der Gesellschaft kommuniziert wird. Eine gesunde und starke Beziehung. Was ist für euch eine gesunde und starke Beziehung? Mit wem müsstet ihr euch versöhnen? Mit wem würdet ihr gerne mehr Zeit verbringen? Sind es eure Eltern, eure Geschwister, euer Partner, eure Partnerin, eure Freunde? Sind es eure Kollegen? Sind es neue Menschen, die ihr kennenlernen müsstet? Was müsste passieren, damit der Liebesbalken wirklich eine 10 von 10 ist? Und wer seid ihr da drin? Wer müsstet ihr sein, damit es eine 10 von 10 ist? Einige haben mal geschrieben, ich bin der Familienkleber. So, ich bin die Person, die die Familie zusammenhält. Oder ich bin einfach, jemand hat geschrieben, ich bin ein guter Freund. Ich bin einfach nur ein richtig guter Freund. Oder ihr schreibt hin, Home Sweet Home. Keine Ahnung, was euren Liebesbalken fühlt. Vielleicht sagt ihr, hey, ich bin der Creator schöner Momente. Für mich, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Freundin. Was habe ich hingeschrieben? Ich habe es natürlich wieder übertrieben. Sexy Love habe ich hingeschrieben. Sexy Love. Wieso habe ich Sexy Love hingeschrieben? Weil ich so ein Kanickel bin, der die ganze Zeit nur ins Bett hopsen will? Nein. Sondern weil ich mit Sexy Love assoziiere eine leidenschaftliche, romantische Beziehung zu meiner Freundin, zu den Mitmenschen, zu Menschen, die mir wichtig sind. Und ich will einfach diese Sexy Times produzieren. Nicht nur auf erotischer Ebene, sondern alles, was ich mit Sexy assoziiere. Sexy Life. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich nenne es Sexy Love, ich weiß, was damit gemeint ist. Was ist bei euch? Was müsste geschehen, damit es eine 10 von 10 ist, der Liebesbereich in eurem Leben? Okay, und jetzt eine kleine Aufgabe. Kommen wir zu dem zweiten Part. Wir wollen es jetzt nämlich ein bisschen mit Leben füllen, okay? Aus jedem Bereich des Lebens, aus Gesundheit, aus der Arbeit, aus Play und aus Love, pickt euch das raus, immer eine Sache, die euch am meisten ins Auge springt, wo ihr raufguckt und sagt, na, das dafür hätte ich gern planen, das würde ich gern weiter aufdrehen in der Zukunft, da würde ich gern ein bisschen mehr Energie und Zeit investieren, weil denkt daran, das sind Bereiche, die haben keine Deadline, das sind Dinge, die, wenn sie stattfinden, wenn wir an denen arbeiten, wenn die wachsen, wenn wir darin irgendwo Wachstum empfinden, wird unser Leben immer voller und voller und voller. Also welche eine Kategorie aus den verschiedenen Lebensbereichen springt euch ins Auge? Vielleicht sagt eine Person, okay, im Bereich Health, es ist mein Bulletproof Mindset. Und im Bereich Work ist es, ich bin der Mentor meines Teams oder der Motor meines Teams. Und bei Play sagt jemand, hey, ich bin dieser Nature Guy, Nature Girl, Adventure Kid. Und bei Love ist es vielleicht, dass ihr sagt, hey, ich kreiere so ein Home Sweet Home Feeling. Für mich, für meine Freunde, für meine Familie. Was ist diese eine Sache aus jedem Bereich? Umkreist die mal. Nehmt euch einen Stift, nehmt euch einen Marker, markiert das, damit ihr auch in diesem Hefter, was ihr sozusagen begleitend hier zum Coffee Talk führt, seht, das ist das Highlight aus jeder Kategorie. Und es ist okay, wenn es vor 2 Monaten etwas anderes war und aktuell hat das einen anderen Fokus. Ja, aktuell nehmt ihr euch einen anderen Bereich, der euch wichtiger ist. Und wenn ihr diese Sache gefunden habt, würde ich gern wissen, welche Rolle, welche Identität habt ihr damit? Was assoziiert ihr damit? Wenn ihr zum Beispiel schreibt, Iron Man, okay, angenommen, oder ich habe ihn geschrieben, Powerhouse. Ich bin ein Powerhouse. Was meine ich damit? Was meine ich persönlich für mich mit Powerhouse? Ich meine zum Beispiel, ich bringe auf Energie immer dann, wenn es keine gibt. Ich halte meine Energie immer weit oben. Ich bin ein Energiegeber, kein Energieräuber. Ich lebe in einem Körper, der einfach selbst Energie produziert. Ich bin Powerhouse. Powerhouse bedeutet, ich produziere selbst Energie in meinem Körper. Okay? Was würde es für euch bedeuten? Welche Identität? Was könntet ihr sagen? Ich bin, ich mache, ich tue oder ich habe oder ich gebe. Was wäre es für euch? Welche Identität würdet ihr darin ausleben?
Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Als ich gesagt habe, hey, ich bin Drake, ich bin der Drake meiner Branche. Was meine ich damit? Jetzt muss ich natürlich herausfinden, was meine ich genau damit? Okay, ich inspiriere die Menschen. Ich bin der inspirierendste Speaker in Deutschland. Keine Ahnung. Okay? So, oder ich sage sowas wie, ich will, dass Coaching, Entertainment zusammenkommt und ein Erlebnis wird, statt nur ein wissenschaftliches, langweiliges Training. Okay, also was meine ich individuell damit? Ich bin Drake. Ich bin Powerhouse. Ich bin Adventure Kid. Ich sehe, einige sitzen da und überlegen noch und drehen sich auf dem Stuhl. Wie wäre es, wenn man ein paar Sachen hinschreibt und sich überlegt, okay, was meine ich genau damit? Was meine ich damit, wenn ich sage, ich bin Iron Man? Was sage ich damit, ich bin der Motor? Was meine ich damit, wenn ich sage, ich bin der Motor meines Unternehmens? Was genau meine ich damit? Wie sieht das konkret aus? Welche Identität lebe ich aus? So, dass wenn ich dann den Titel mir sage, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir sage Powerhouse, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ein Powerhouse zu sein. Ich weiß auch genau, wann ich nicht ein Powerhouse bin. Da sagt, ich bin der Creator schöner Momente im Bereich Love. Ne? Ihr sagt so, okay, ich bin Creator, Creatorin schöner Momente. Wie sieht das genau aus? Wer seid ihr dann? Okay, innerhalb des Freundeskreises, in der Familie, mit wem, wann, was macht ihr da? Ihr kreiert schöne Momente mit egal was, egal wann. Gebt ihm einfach so ein bisschen Input, füttert das so ein bisschen mit Inhalten, mit Wörtern, mit Bildern, vielleicht mit Skizzen, damit ihr genau wisst, was damit gemeint ist, damit das nicht nur eine Worthülse bleibt. Wenn ihr nicht weiter wisst, vollkommen okay, wir gehen ja gleich in die Overtime und dann können wir mal da ein bisschen reinzoomen und gucken, wo sind die Baustellen, wieso habt ihr vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, da konkrete Dinge für euch zu finden. Aber jetzt eine Frage, die ich ranhängen will. Mal angenommen, ihr habt aus den vier Lebensbereichen immer eine Sache rausgenommen, wo ihr sagt, das ist mein Juice of Life für den Bereich Gesundheit, für Work, für Play, für Love. Jetzt zwei, ich möchte eine Frage stellen mit drei Unterfragen, okay? Was müsste geschehen, damit du das jeden Tag empfindest? Ich weiß, ihr kennt die Frage, beantwortet sie nochmal. Was müsste geschehen, damit du das jeden Tag empfindest? Und zwar heute, in 90 Tagen und in einem Jahr. Was müsste geschehen, damit du diese einzelnen Dinge, die du gerade, diese vier Dinge, die du aufgeschrieben hast, oder für diejenigen, die sich das als Podcast anhören, die sich das gerade überlegen und im Kopf versuchen zu speichern und zu merken, was müsste heute geschehen, damit ich das jeden Tag empfinde? Was müsste in 90 Tagen passieren, damit ich das jeden Tag empfinde? Was müsste in einem Jahr passieren, damit ich das jeden Tag empfinde? Vielleicht sagt ihr, okay, ich bin ein Powerhouse. Heute, was müsste heute passieren? Ich muss mich entscheiden, mich beim Fitnessstudio oder bei Urban Sports anzumelden. Beispiel. Okay? Was müsste in 90 Tagen geschehen? In 90 Tagen müsste ich viermal die Woche zum Sport gegangen sein oder ich müsste 5 Kilo abgenommen haben oder ich müsste diesen Rekord, diese Zeit aufgestellt haben, damit ich das Gefühl habe, ich bin Powerhouse. Ich nehme gerade ganz banale Beispiele, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Was müsste in einem Jahr passieren? Nehmt euch mal wirklich die Zeit und überlegt, was müsste heute passieren? Was müsste in 90 Tagen passieren? Was müsste in einem Jahr passieren? Und der Grund, warum das auch so essentiell ist, sich diese Frage zu beantworten, weil wenn wir die nächste Session in unsere Projekte eintauchen, daraus Tasklists machen, brauche ich von euch quasi diesen Input, diese Inhalte, die ihr konkret ausarbeiten wollt. Deswegen nehmt auch wirklich nur das, was euch persönlich wichtig ist, nicht irgendetwas. Nicht irgendetwas, damit ihr nur irgendwas aufgeschrieben habt, sondern die Dinge, die ihr auch wirklich in den nächsten 30, 90 Tagen, ein Jahr wirklich voranbringen wollt. Jetzt habt ihr natürlich, ne, liebe Patreon-Fam, liebe Coffee-Fam, ihr habt den Vorteil, ihr könnt ein bisschen auch nach hinten blättern und gucken, was habe ich im Live-Dashboard aufgeschrieben? Was habe ich mir aufgeschrieben, als wir die Vision bearbeitet haben? Was habe ich aufgeschrieben, als mich Arvid gefragt hat, was ist mein Einjahresziel? Okay, angenommen, ich habe geschrieben, ich bin Adventure Kid. Was müsste heute geschehen? Heute müsste ich vielleicht sagen, okay, ich fliege im März in den Skiurlaub. Da könnte ich einen Freund anrufen und sagen, ey, hast du Bock, März-Skiurlaub ist vielleicht jetzt nicht ganz ökonomisch korrekt, aber ne, so im März, wir buchen das, wir machen das. Was müsste in 90 Tagen sein? In 90 Tagen habe ich vielleicht etwas gefunden, eine Sportart, ein Ritual, was ich jedes Jahr ein, zweimal wiederhole. Was müsste in einem Jahr sein? Vielleicht sage ich, in einem Jahr mache ich diesen Megatrip, diese Motocross-Tour nach Sizilien. Ich weiß, es ist schwer, weil ihr zoomt gerade in die Zukunft, ihr versucht gerade sozusagen die Zukunft vorherzusehen. Genau, ich sehe gerade, Lisa macht sich so ein bisschen locker, macht die Augen zu, fühlt mal in euer Herz hinein. Ich weiß, ihr seid müde, es ist Montag, wir haben gefeiert, Silvester, I get it. Aber es sind wichtige Dinge, Dinge, die für euch wichtig sind. Was müsste jeden Tag in den nächsten 90 Tagen passieren? Was müsste in einem Jahr passiert sein, wenn wir zurückgucken auf unser Leben? Hey, vielleicht habt ihr für einige Sachen eine Deadline. Vielleicht habt ihr euch gesagt, ey, in einem Jahr... In 90 Tagen, vielleicht seid ihr super ehrgeizig, sagt, in 90 Tagen
will ich eine Entscheidung getroffen haben, ob ich mein Business starte, ja oder nein, oder welches Business ich konkret starte, wie ich mit meiner Selbstständigkeit anfange, wo ich leben werde. Wir haben es gerade gehört. Ein Teilnehmer hier, ich versuche den Namen einfach anonym zu halten, hat gesagt, ey, ich bin nach Warschau gegangen und ich bin jetzt für ein halbes Jahr hier. Weißt du, diese Entscheidung ist irgendwann mal gefallen. Diese Entscheidung war irgendwann nur ein Gedanke, eine Idee. Und irgendwann ist diese Entscheidung umgemünzt in eine Handlung, in, okay, ich gucke mal, wo ich sein will. Ich gehe nach Warschau. Jetzt ist diese Person in Warschau und hat sich da ein soziales Umfeld geschaffen, in dem sie sich inspiriert durch ihr soziales Umfeld, ne? So von dem, was ich gehört habe. Ganz kurz, kurze Rückfrage. Versteht ihr, warum wir das machen? Warum das anders ist, wenn wir das jetzt lesen, als wenn wir sagen, boah, ich wäre gern selbstständig oder ich muss arbeiten oder ich will zum Sport. Das lädt uns emotional nicht auf, Leute. Das könnt ihr direkt vergessen. Wenn wir Dinge so formulieren, raus. Ciao, adieu, macht gar keinen Sinn. Weil es uns nicht fuelt, weil es nicht juicy genug ist. Wenn ich sage, hast du Bock, essen zu gehen, dann willst du von mir wissen, was genau, damit du Appetit entwickeln kannst. Oh, Essen. Was denn für ein Essen? Wollen wir verreisen? Oh, verreisen, cool. Die nächste gelegene Frage wäre dann, wohin wollen wir reisen? Was für einen Urlaub wollen wir machen? Und erst, wenn ich diese Informationen vorliegen habe, erst, wenn ich mein Outcome kenne, und in dem Fall ist es ein never-ending Outcome, es ist ein Prozess, ein Fortschritt, der sich immer wiederholt, ongoing process. Erst, wenn ich weiß, was ich im Leben kreieren will, wie meine einzelnen individuellen Balken wirklich voll sind und sich das alles voll anfühlt, erst dann kann ich einen Plan dafür maßschneidern. Wenn ich mein Outcome nicht kenne, wenn ich nicht weiß, was mein Health-Balken, mein Work-Balken, mein Love-Balken, mein Play-Balken voll macht, kann ich keinen Plan dafür entwickeln. Und warum geben wir denen so krasse Wörter? Wieso sagen wir Iron Man und Adventure Kid und Sexy Love oder keine Ahnung, was ihr da hingeschrieben habt? Tony Robbins hat das gesagt. The words we attach to our experience become our experience. Das heißt, das, was wir für Wörter, die Wörter, die wir verwenden für das, was wir erleben, wird zu unserem Erlebnis. Wenn wir uns von jemandem trennen und sagen, das war die schlimmste Beziehung, dann wird es uns vorkommen wie die schlimmste Beziehung. Ich gehe jetzt so ein bisschen in NLP rein, ne? Wenn ich sage, ey, es war ein Cut, ein wichtiger Cut, damit ich ein anderes Kapitel in meinem Leben starte, dann wird das unsere Experience. Und deswegen will ich auch dazu animieren, dass wir wirklich so juicy Words finden für die Dinge, die wir im Leben kreieren wollen. Damit, wenn wir morgens aufwachen, nicht denken, ich muss zur Arbeit, sondern ich bin ein Powerhouse oder ich bin Iron Man oder ich bin Adventure Kid. Das ist das, was uns individuell auffüllt. Okay, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht die vier Sachen, die ihr benannt habt, mit den paar Begrifflichkeiten, mit den paar Sachen, womit ihr es gefüttert habt, mir zuschickt per DM. Wie gesagt, ich speichere das immer ab, damit ich auch euren Fortschritt so ein bisschen verfolgen kann und gucken kann, wo steht ihr, wo seid ihr, was habt ihr für Dinge gefunden, damit ich zum Beispiel jetzt in der nächsten Session ein bisschen mehr auch auf die einzelnen Themen eingehen kann. Das ist der erste Schritt. Und für all diejenigen, die auch sich das im Replay anhören oder nicht Teil der Coffee Fam sind, diesmal haben wir den Step 2 von diesem Lifeplan ausgearbeitet. Es gibt insgesamt 6 Steps, ne? Das Life-Dashboard, die Lebensbereiche, Step 2, diese Juicy-Kategorien, die wir versucht haben heute zu beschreiben und zu benennen und auszuformulieren. Die nächste Session, da werden wir unsere konkreten Projekte ausarbeiten und lernen, wie gehe ich so ein Projekt an. Dann Step 4 ist unsere Tasklist, unsere individuelle Aufgabenliste, also Deadlines setzen und überlegen, wann kann ich was machen, wie lange brauche ich dafür. Das wollen wir dann ummünzen in einen Wochenplan und dann brauchen wir tägliche Strategien, damit wir das umsetzen. Das sind 6 Steps, das ist unser Lifeplan und jede Session zoomen wir jetzt ein bisschen rein. Für diejenigen, die sich das anhören und sagen, was zum Teufel ist ein Life-Dashboard, was ist der Lifeplan, geht gerne eine Folge zurück, hört euch das an, dann wisst ihr genau, wovon wir sprechen. Okay Leute, wir sehen uns nächsten Montag. Peace out. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werd Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon, weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patreon, also Teil meiner Coffee-Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.